Hallo, herzlich willkommen zu Folge Nummer 7 von Lego Fortnite. So, wir sind das letzte Mal hier in der Wüste gelandet und jetzt fangen wir an. Machen uns noch ein, zwei Gadgets, also sich ein Schild und Schwert für beide vielleicht. Und wenn wir das haben, geht's los. Okay, das funktioniert nicht. Oder wir gehen jetzt einfach hin und holen meinen Loot. Ist vielleicht einfacher. Okay. Bin echt gespannt, was uns da alles erwartet. Ah, diese Kackspinnen. Danke. Wenn wir alles wieder haben und eine Fackel gecraftet haben, müssen wir unbedingt mal in die Höhle gehen, weil... ja, weil wir müssen. Ah, oh, nee. Nee, 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 nee. Ich dachte, ich sammle dann ein bisschen Holz, aber in der Zeit, wo ich dann Holz sammle, um dort die Starterbase zu bauen, mache ich natürlich nochmal einen kleinen Cut, weil das zieht sich dann ganz schön in die Länge. Ich habe auch den perfekten Timer gerade laufen. Wenn diese Folge vorbei ist, sind meine Chicken Wings im Ofen fertig. Das ist ein Traum. Hier ist warm. Ich bin schon fast am Überlegen, ob unsere Base sogar... Was war... Was war das? Ich verstehe das mit dem Regenbogen nicht. Skorpion. Nee, gut. Holen wir schon mal Loot wieder. Danke. Habe ich ein Schwert dabei? Nice. Schild hatte ich auch. Yep, das funktioniert nicht. Ich würde jetzt einfach mal eine Leiter da oben hochbauen, wo wir eben schon waren. Oder gehen wir hier hoch? Nee. Ja, wo bauen wir unsere Base hin? Auf jeden Fall erhöht. Ich gehe da oben auf dieses Plateau drauf. Machen wir Bäume drumherum. Was ist das? Okay, es gibt Ranken und Holz. Ja, hier ist mehr als genug für uns. Gut, dann würde ich sagen, wir bauen uns hier hoch und da oben können wir unsere Base bauen. Wie weit muss ich nach vorne? Ich würde mal sagen, hier Bauteile, Treppen. Okay, wir müssen von hier hoch. Das sieht doch gut aus. Sind wir angekommen. Nice. Ich sagen, wir legen den Fußboden mal ein bisschen aus hier. Rustikaler Boden kostet 1. Gibt es hier noch größer? Weil nur auf den Dingern können wir bauen. Psst, Onkel, du stehst im Weg. Geh mal weg. Gehst du den Weg? Geh mal weg.
Danke. Kann ich da anbauen? Ja. Haben wir noch eins dran? So. Gut, hier können wir schon mal Werkbänke und so einen Kram hinstellen. Vielleicht passen ja noch kleinere dran. Mal probieren. Du stehst im Weg. Wir brauchen Platz im Inventar. Nummer 4. Das kann nicht gut. Rustikaler Boden. Ist okay. Cool. Werkbank war erstmal Feuer hin, oder? Kann ich eine Werkbank bauen? Jo. So, wir haben eine Werkbank. Ein Lagerfeuer hin. Und da stellen wir ringsherum ein, zwei Kisten. Wo man. Obwohl, es ist ja nur zum Wärmen gedacht. Kommt hier vorne in die Ecke. Was kostet das Dorfzentrum? Da brauchen wir noch einmal Granit. Okay. Nice. Dann kommen oben noch zwei Betten hin. Wo stellen wir es denn hin? Wir stellen das hier in die Ecke. Base Nummer B. Machen wir grün. Bestätigen. Nice. Können wir noch Betten bauen? Möbel, Betten. Ne, jetzt brauchen wir schon wieder ein bisschen Holz. Und die Treppe baue ich auch nochmal um. Okay, ich habe zwar gesagt, wir machen eine komplette Loot-Tour, aber ich mache ab und zu, hole ich ein bisschen was und dann gehe ich wieder nuff. Brauchen es ja. Ja, aber geil. Erste Base. In der Wüste. Würde ich sagen. Und wir gehen wieder hoch ans Feuer. Haben wir wieder ein bisschen Holz. Dann ist mir auch nicht mehr kalt. Oh ne, hier ist noch ein Baumstamm. Den nehme ich noch mit. Wenn wir die Nacht überstanden, dann brauchen wir noch ein bisschen Stein. Ich baue noch eine Spitzhacke, damit wir... Warte mal. Gebäude? Nee. Das sieht furchtbar aus. So, mein Freund, los, komm, hoch hier. Mir ist kalt. Nur schon mal, dass keine Gegner reinkommen. Okay, wir wollten Möbel, Betten. Wo macht man die Betten hin? Ah, hier ist schon wieder kalt. Ich baue eh noch überall Geländer drumherum. Machen wir schon mal hier eins. Und da fehlt mir schon wieder ein Holz. Egal. Sehr schön.
Was brauche ich für die Upgrades? Holz und Granit. Das krieg ich mal hin. Achso, die Werkbank müssen wir ja auch upgraden. Was haben wir da gebraucht? Sofortaufrüstung, Planken und Panzer. Das heißt, wir müssen eine Säge bauen. Lalala. Holz und Granit. Granit. Die ersten Sachen. Wir müssen dann auch schon mal Holz und Granit holen. Und ich muss was essen. Und dann können wir zu Amulett craften. Die können wir hier nämlich reinmachen. Habe ich durch dummen Zufall mitbekommen. Aber das kriegt man hin. Das kriegt man hin. Mal gucken, ob wir hier hochkommen. Mir ist kalt, ich weiß. Wenn ich die Chilis esse. Ah! Kältewiderstand wird höher. Nice! Für 2 Minuten. Nein, da brauche ich meine Turbospitzhacke. Was ist hier mit dem Kaktus? Auch nicht. Auch nicht. Tja, ich würde sagen, ich drücke mal ganz kurz Päuschen. Also wir machen eine Cut. Und sehen uns gleich wieder, wenn die Nacht vorbei ist. Bis gleich. So, Freunde, die Nacht ist vorbei. Wir brauchen noch ein bisschen Holz, ein bisschen Granit. Damit wir hier alles aufrüsten können und bauen können. Und danach, ja. Packen wir das Schild wieder in die Hand und auf geht's. Sofortaufrüstung, genau, Planke und Panzer. Ah, ich brauche noch so Panzer. Och, hier, der Erklärbär ist da. Nice. Was der wohl möchte von mir? Dieses Dorf sieht nach einem guten Ort aus, um sich ordentlich auszuschlafen. Ja, dafür muss ich aber noch ein Bett bauen, Mister. Das werde ich auch gleich noch tun. Aber erst brauchen wir Steine. Wir brauchen 3 von diesen komischen Rollern. Ich hoffe, die finden wir jetzt auf die Schnelle. Ich werde nicht so komplett unvorbereitet dort in den ganzen Frampf reingehen, weil, ja, muss nicht sein. Ist hier jemand? Guten Tag. Fackeln. Was war das? Oh, da oben fliegt was. Okay. Konnte man die... Warte mal. Man konnte doch die Häuser komplett auseinandernehmen, oder? Tatsächlich. Was ist denn hier mit Kollege? Hat er keinen Bock, oder was? Okay, weil das gibt Granit. Okay. Gut to know. Wir brauchen aber so Roller. Der Karte wird markiert. Ja, der Karte wird markiert. Konnte man mit der normalen... Oh, hallo. Mit der normalen Spitzhacke... Konnte man mit der normalen Spitzhacke... Ah, nee, die habe ich ja. Okay. Was habe ich hier? Ah, ich kann doch hier oben abbauen, damit wir das alles mitnehmen können. Nicht schlecht. Habe ich nicht mehr dran gedacht.
Genau, kümmer du dich mal um die Spinnen, mein Freund. Na, so kommt man auch schon an Ressourcen, wa? Hammer? Granit? Wir brauchen, glaube ich, auch nicht mehr viel Granit. Baller mal einfach nur ein, zwei Steine weg und dann können wir nämlich oben weiter ausbauen. Ja, das machen wir jetzt auf jeden Fall. Wie viel habe ich gebraucht? Waren es 35 für die Werkbank? Ah, ich weiß es nicht mehr. Ach, wird schon reichen. Gut. Back to base. Jo. Und der Base wird noch gesammelt. Ganz wichtig ist, ab und zu mal auf den Timer vom Essen zu gucken. Nicht, dass es Brandenburger gibt. Das wäre eher schlecht. Brauche unbedingt die andere Spitzhacke. Das, warte mal, was hat die Säge gekostet? Okay, alles klar. Das ist das, was ich machen wollte. Perfekt. Und ich muss mir noch ein Geländer da hochbauen irgendwie. Ich habe die Treppe total beschissen gebaut. Macht aber nichts. Dir ist warm. Ich weiß. So. Ich würde es gerne so machen, dass ich ein Gerät hinstelle und neben das Gerät kommen dann Kisten, wisst ihr? Okay, was habe ich für die eine Spitzhacke nochmal gebraucht? Oh, ich muss ja erstmal erweitern hier. Zack, sofort aufrüsten. 8 Planken. Ob ich mir schon einen Grill baue? Brauche ich noch einen Holzstab und 8 Planken, aber das Spinnrad brauche ich noch nicht. Wir müssen unbedingt so komische Panzer finden. Wenn wir die Werkbank aufgerüstet haben, können wir nämlich dann ein Amulett bauen. Das kann hier in diesen Ausrüstungsslot. Und da wird einem nicht so warm. War auch neu. Ist halt übel ärgerlich, dass es so viel wegnimmt. Danke. Wir brauchen auch schon mal ein, zwei Kisten. Bauen uns hier erstmal eine normale Kiste hin. Deko, Lager. Oh. Wie viel passt da rein? Genauso viel wie in die normale Kiste? Klasse. Das hat's ja jetzt gebracht. Das da rein. Das da rein, das da rein. Ich weiß, mir ist heiß. Wir suchen jetzt noch so komische Roller. Ich hoffe, die finden wir jetzt irgendwo auf die Schnelle. Das wäre echt ärgerlich, wenn nicht. Ach, Unreal Engine 5. Ich liebe es.
Wisst ihr, wenn man irgendwas in irgendeinem Spiel dringend braucht, taucht es einfach nie auf. Wenn man es aber nicht braucht, diese Dreckviecher immer am Ärmel. Immer. Grundsätzlich. Bin ich so einen weiten Weg gegangen, jetzt wird sie wohl nicht an so komischen Rollern liegen. Da ist einer. Nummer 1. Haben wir noch irgendwo einen? Irgendwo so ein Rollklo geben. Hello? Ah, auf den habe ich ja jetzt Bock. Danke. Roller. Sind das? Oh, vielleicht ist in der Kiste was drin für mich. Wäre möglich. Was war das für ein... ernsthaft? Ich kann nichts dafür. Ist hier noch irgendwas? Da oben ist noch einer. Yay! Los, komm her. Dann brauche ich noch einen von deinen Freunden. Der ist ja doof. Danke. Wie viel habe ich? Zwei. Einer noch. Einer noch. Aber vorher... Ich habe irgendwas überfahren. Was war's? Eine Spinne. Okay, schade. Ich brauche einen Roller. Keine Spinne. Ja, Hühnchen, du musst keine Angst haben. Was zum... Was ist das? Naja, du siehst mich nicht. Sicher nicht. Da gehe ich jetzt noch nicht hin. Ich habe nichts zu essen, großartig. Ja, was heißt nichts zu essen? Aber ich habe keine weiteren Lebenspunkte, keine Extrapunkte. Meine Rüstung ist bald im Arsch, also mein Schwert und mein Schild. Okay, ich sehe gerade mein Schild gar nicht, nur mein Schwert. Hacke wie. Ah, da ist noch einer. Nice! Du komm her, mein Freund. Sehr schön, das haben wir gebraucht. Reißen wir schon mal ganz kurz den Kürbis. Ja, jetzt wird es bestimmt bald wieder Nacht. Tipptopp. Dann können wir hoch zu unserer Base.
Und da geht's uns gut. Und sobald wir dieses Amulett haben, ist eh das Ruh. Im Garten. Wir sind schon wieder bei 25 Minuten. Oh, mein Essen braucht noch 6. Perfektes Timing. Eieiei. Ich möchte mir... Oh, ich konnte einfach durchlaufen. Auch nicht schlecht. Die 8 Planken noch. Wo sind sie hin? Ach, ich Volldecke, ich habe doch einen Schrank gebaut. Ich habe doch einen Schrank gebaut. Oh, hier, Kollege schwitzt. Kollege schwitzt nicht mehr. Kollege schwitzt. Kollege schwitzt nicht mehr. Mädels, ich baue euch jetzt hier noch ein Bett hin. Falls irgendeiner hier auch einziehen möchte. Was habe ich gebraucht zum Aufleveln? 7 Granit noch. Und was noch? Holz und 7 Granit. Granit habe ich doch. Was wir noch alles schaffen jetzt hier in der Folge. Hi, wie schön dich hier zu treffen. Möchtest du erst mal im Bett haben, Kollege? Ich möchte mit dir plaudern, unterstütze wegschicken. Hier, nimm, ziehen wir weiter. Möchte mit dir plaudern, weiter, weiter, weiter. Nö, okay, dann, wie sieht's mit dir aus? Ja, danke. Möchtest du hier einziehen? Ein Fleckchen nur für mich? Hast du einen Schlafplatz? Fühl dich wie zu Hause. Yay! Neuer Mitarbeiter. Okay, wir nehmen noch die 8 Planken, dann rüsten wir die Werkbank auf und dann, hallo? Hey! Ist die jetzt aufge... Ah, jetzt. Kalter Schmuck. Seidenfaden, Marmor und Sandpanzer. Konditionsglückbringer. Seidenfaden, Marmor und Panzer. Seidenfaden, Knochen, Wolfskralle. Wir haben Knochen, haben wir Seidenfäden mitgenommen. Nein! Brauchen wir die Spinnerei für. Oh, Madame schläft schon. Nice. Wir können... So eine Spitzhacke könnten wir, glaube ich, bauen. Knochen und Knochenwurzelstab. Das heißt, wir brauchen... Diese Knochenwurzelstab. 1, 2, 3. Was haben wir noch gebraucht? Ungewöhnliche Spitzhacke. Und 3 Knochen. Das heißt, wir müssen unten noch so ein Zombie-Gerät kaputt machen. Kaputt, Junge. Na ja, cool. Haben wir doch gut geschafft. Nehmen. Dankeschön. Na dann. Ich schlafe neben Aura. Der Muskelkater passt auf. Und ja, an dieser Stelle sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Wenn wir dann weiter das Sandgebiet erkunden, uns die bessere Spitzhacke gebaut haben und endlich diesen Bernstein abbauen können, weil dann neue Baurezepte freischalten. Bauen hier unsere Base weiter aus. Gucken uns die neuen Gegner hier an. Rüsten uns ein bisschen mehr aus und dann... Ja, das ist der Plan. Und dann und dann und dann. Ich habe das schon gemerkt. Da kenne ich auch einen Film. In diesem Sinne, schönen guten Abend, Mittag, morgens, je nachdem, wann ihr das Video schaut. Würde mich über ein Like freuen. Auch ein Abo auf meinem Kanal, weil, wie gesagt, es kostet nichts. Es tut nicht weh und ja, hilft mir ungemein. Na dann, bis zum nächsten Mal. Ciao!